Altendorf-Kollege ist ja herzlich willkommen in unserem Magazin. 2015 jährte sich zum 180. Mal, dass in deutschen Landen eine Dampflok fuhr, nämlich die hinter uns hier als Modell stehende Dampflok Adler. Im polnischen Poznań, Posen, trafen wir auf einen Miniaturbauer, der diesen Adler auf ganz eigene Art nachbaut. Viel Spaß! Zawsze interesowałem się mechaniką. Ich habe mich schon immer für Mechanik interessiert. Vor allem für die viktorianische Epoche, weil damals die Schaffung wunderbarer Maschinen ihren Anfang nahm, der Dampfloks und Dampfmaschinen, die in meinen Augen Kunstwerke sind. Die großen Schöpfer dieser Maschinen, zum Beispiel Stevenson, für mich sind das nicht in erster Linie Ingenieure, sondern Künstler. Sie waren imstande aus dem Nichts, denn vorher gab es das nicht, etwas zu schaffen, das sich zu bewegen begann, das Kraft entfaltete und den Menschen im Leben half. Zaczęło działać, dawało moc, pomagało ludziom w życiu. Moja pierwsza lokomotywa, którą wykonałem jakieś 10 lat temu pewnie, to jest lokomotywa kolejki warszawsko-wileńskiej. Meine erste Lokomotive, die ich vor etwa 10 Jahren anfertigte, war diese Dampflok der Eisenbahn Warschau-Wilno. Als Vorlage dienten mir Ausschneidebögen. Andere Unterlagen fand ich nicht. Damals war ich sehr zufrieden mit der Vielzahl der vielen dargestellten Details. Wenn ich heute darauf schaue, muss ich schon ein wenig lachen. Das ist ja schon lange her. Ich sehe doch viele Fehler. Tyle błędów. W związku z tym, że stwierdziłem, że stopień dokładności wykonania mogę zwiększać. Weil ich feststellte, dass ich den Grad der Genauigkeit erhöhen kann und die Anzahl der Details sich erhöhen lässt, beschloss ich, eine kompliziertere Maschine zu bauen. Ich suchte also ein Vorbild zum Nachbauen. Zacząłem szukać modelu do wykonania tej maszyny. Jeszcze są bardziej takie z takim kolosalnym wielkim kołem w środku. Es gibt zum Beispiel solche Maschinen mit einem kolossalen, riesigen Rad in der Mitte. In Paris befindet sich, glaube ich, eine solche Maschine. Jetzt finde ich sie gerade nicht. Ich hatte das Buch länger nicht in die Hand genommen. Hier sieht man wahnsinnig viele Ausschnitte, verschiedenste Elemente. Nieten, Verzierungen, Säulen, gebogene Elemente. Das ist faszinierend. Kolumienek, wygiętych. To jest pasjonujące. To jest zrobić takie coś. Ludzie się tego... Modellbauer fürchten sich manchmal vor den Einzelheiten. Für mich kann es nie genug Details geben. Ich will so viel wie möglich von ihnen haben. Diese Lokomotiven geben mir das. Najbardziej mi się spodobał Adler Stevensona, wykonany przez niego dla niemieckich kolei, dla Bawarii. Am besten gefiel mir der Adler, den Stevenson 1835 für die Eisenbahn in Bayern baute. Diese Lokomotive enthielt so viele Details, dass ich mich und meine technischen Möglichkeiten an ihr überprüfen konnte. Durch ein Wunder gelang es mir, eine so komplizierte Maschine wie den Adler nachzubauen. Innerhalb von 3 Monaten schaffte ich es, diese Lok mit all ihren Details zu erschaffen. Ich fand Pläne, was ja immer eine Schwierigkeit ist. Ich habe alle Einzelheiten gezeichnet, habe ein Projekt erstellt, schuf die Einzelteile und fügte sie zusammen. Ale udało mi się. To wszystko musiałem wyrysować, zrobić projekt, wykonać części, złożyć. A na samym końcu ten model w związku z tym, że jest to tak precyzyjny model. Und zum Ende kam ich auf Folgendes. Das ist ein so feines Modell mit so vielen einzelnen Elementen, die nicht verstauben dürfen, dass es in einem gläsernen Behältnis verschlossen sein muss. Dieser Behälter dient gleichzeitig sozusagen als Schaufenster. Man kann das Modell von allen Seiten betrachten.
Diese Möglichkeiten gewährt ein großes Glas. Ein besonders schwieriger Moment ist gekommen, wenn Sie ein Modell in der Werkstatt in diesem Zustand wie hier fertig haben. Sie haben einen Pullover an, der Pulli verhakt sich am Modell und alles fällt zu Boden. Das ist eine höchst traurige Sache. Dieses Fahrzeug beschloss ich, mit diversen Pflanzen auszuführen, mit Blumen. Dieser Mercedes dient als Plattform, um etwas anderes zu schaffen. Das ist schon ein geschmückter Mercedes. Das alles sind Modelle zum Ausprobieren der Technologie. Beim Schaffen dieser Modelle erhielt ich ein Bewusstsein und schärfte meine Fähigkeiten, diese Technologie auszuführen. Wenn man so ein Modell baut, in diesem Maßstab, auf diese Weise, und es sieht dann so aus, heißt das, dass man weitergehen kann und eintauchen in die Welt komplizierterer Modelle. Alles ist aus Messing gefertigt. Das sind Messingteile. Messing ist ein besonders dankbares Material. Seine Farbe ist besonders attraktiv. Stahl hingegen ist außergewöhnlich wenig attraktiv. Stahl ist grau, gewöhnlich. Meiner Meinung nach eignet er sich nicht für solche feinen Modelle. Sie sollen glänzen, funkeln, sie sollen die Sonne einfangen. To musi być słońce, w tym musi być słońce. To jest jedna z najstarszych moich maszyn, robiona na wzór maszyny parowej. Das ist eine meiner ältesten Maschinen nach dem Vorbild einer Dampfmaschine aus der viktorianischen Zeit. Der Zylinder ist senkrecht angebracht. Am meisten entzückt das Rad. Inzwischen bin ich in die Welt anderer, neuer Konstruktionen eingestiegen. Aber das Rad ist immer wichtig. Ein Rad muss es immer geben. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Das Rad ist ein Symbol für Kraft, Energie, Bewegung. Das ist eine sich bewegende Maschine. Do tego modelu silnik robiłem własnoręcznie. To jest bardzo stara maszyna. Für dieses Modell fertigte ich den Motor eigenhändig an. Bei dieser Maschine ist alles eigenhändig angefertigt, wie auch der Elektromotor, der sich im Zylinder befindet. Ich habe ihn sogar selber gewickelt. Der Motor wird durch Solarzellen angetrieben. Als Lichtquelle dient die Sonne oder eventuell auch Kunstlicht. Hier ist eine andere Version einer viktorianischen Maschine. Dieser Maschinentyp hieß Beam Machine, also Strahlmaschine. Die Maschine hat einen Querbalken. Erstmal muss ich das Antriebsrad in Schwung bringen. Damit es sich von alleine weiter bewegt, muss ich das Rad bewegen. Und dann legt sie los. Das Rad in Gang zu setzen ist in diesem Glas schwierig. Die Maschine bewegt sich sehr spezifisch. Der Balken oben auf der Säule wird angeschoben und die Kraft wird auf das Antriebsrad übertragen. Mal von der anderen Seite. Alle meine sich bewegenden Konstruktionen sind auf Glaslagern und Achsen aus äußerst hartem Stahl aufgebaut. Zum einen sind das ja Schmuckstücke, die nicht jeden Tag ohne Pause in Gang sind. Aber davon abgesehen kann ich sagen, dass die Lager und Achsen mindestens 10 Jahre halten, so lange wie ich solche Modelle baue. Mehr kann ich noch nicht versprechen. Ja robię to od 10 lat, więc mogę powiedzieć, że na pewno 10 lat więcej nie jestem w stanie nic na ten temat powiedzieć. To jest mechaniczny ptak. Mechaniczny ptak. Das ist ein mechanischer Vogel. Es ist schwer, hier auf eine Ausgangsmaschine zu verweisen. Jedenfalls haben wir wieder senkrecht aufgestellte Zylinder. Das ist eine sehr fantasievolle Maschine. Nie jest to akurat tego typu maszyna, nie jest to model, ani... Nie jest to jakaś, no taka jest bardzo fantazyjna maszyna. Nie wiem, jak dotrzeć. W 2009 roku za swoją pracę dostałem specjalną nagrodę w Craftsmanship Museum w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii. 2009 erhielt ich für meine Arbeiten eine besondere Auszeichnung des Kalifornischen Museums der Handwerkskunst in den USA. Dorthin hatte ich einen Adler geschickt und eine meiner neueren beweglichen Arbeiten. Beide sind dort ausgestellt. Das freut mich sehr. Und das Museum ist offenbar begeistert von meinen Exponaten. Sie stellten mir auch dieses Unterstützerschreiben für meine Arbeiten aus. Darauf bin ich richtig stolz.
Ab und zu wird mit einem Nachbau des Adlers zu Sonderfahrten zwischen Nürnberg und Fürth eingeladen. Vor 5 Jahren nahm ich zu einem solchen Anlass mein eigenes Modell des Adlers mit. Es gelang uns, einige ganz besondere Aufnahmen gemeinsam mit Modell und dem Vorbild. Unser Modell des Adlers ist nicht so filigran wie die zauberhafte Miniatur des Herrn Schimmern im Cognac-Schwenker. Dafür können wir es problemlos auf den Originaltender des Adlers stellen. Wenn wir zurückschauen auf 1835, auf das Jahr, in dem die Eisenbahn zwischen Nürnberg und Fürth in Betrieb ging, dann muss man ganz viele Sachen sich im Kopf zusammensuchen, die die Situation damals erfassen. Es gab ja gar kein Deutschland. Es gab eine Idee von Deutschland, aber in Wahrheit gab es lauter unterschiedliche Bundesstaaten. Das Königreich Bayern war zu der Zeit die beherrschende staatliche Einheit. Andere Länder waren sehr viel früher dabei. Die ganze Industrialisierung kommt aus England und so kommt auch die Lokomotive, der Adler, von der Fabrik Stevenson in England. Sie musste sehr mühsam mit Schiffen über die Nordsee und über den Rhein und über den Main bis in die Nähe von Aschaffenburg gebracht werden und dann mit Ochsenkarren nach Nürnberg gezogen werden. Das war ein ziemliches Gemach, bis man da endlich losfahren konnte. Und die Waggons wurden teilweise nach ausländischen Vorbildern schon in Franken hergestellt. Aber selbst so ein in unseren Augen unbedeutendes Land wie Belgien, man soll nicht spotten über Belgien, war mit seiner Eisenbahn mindestens genauso schnell, wenn nicht sogar ein bisschen eher da als Deutschland. Goethe hat damals gesagt, die Eisenbahn wird Deutschland vereinen. Es hat aber noch bis 1871 gedauert, bis man überhaupt ein neues deutsches Reich ausgerufen hat. Und auch das war ja ein Staatenbund. Es gab ja weiter diese Bundesstaaten mit ihren Staatsbahnen, preußische Staatsbahn, bayerische, württembergische, badische und so weiter, mecklenburgische. Und erst 1920 wurden sie zur Deutschen Reichsbahn vereinigt. Da der Adler die erste bayerische Dampflok ist, nicht aber die erste Dampflok des Deutschen Reiches, sollte diese Lokomotive nicht für nationalistische Propaganda missbraucht werden. Aber genau das fand 1935 in Nürnberg statt. Für eine Veranstaltung mit dem Titel »Die Jahrhundertfeier der deutschen Eisenbahnen« wurde ein Nachbau des Adlers angefertigt. Der alte, neue Zug fuhr in Anwesenheit Adolf Hitlers vorbei an Flaggen mit dem Nazi-Hakenkreuz. Das Ziel war, den Adler neben den neuesten deutschen Schnellzugdampfloks zu zeigen. Dieser Kunstgriff sollte beweisen, dass die Schwerindustrie Nazi-Deutschlands die Krönung der Bemühungen der Vorväter zur Industrialisierung ihres Landes ist. Gut, dass für viele Teilnehmer an dieser Veranstaltung die Fahrt mit dem Adler einfach nur Spaß machte. Dabei zeigte die Miene dieses Mädchens starken Unwillen für die Propagandafotografen mit dem Generaldirektor der damaligen Deutschen Reichsbahn und Gauleiter Julius Streicher zu posieren. Musik. 1960 gab die DDR eine Briefmarke unter dem Titel 125 Jahre Deutsche Eisenbahnen heraus. Diese zeigte den Adler mit der damals neuesten Diesellok der DDR, der V180. Im Nürnberger Eisenbahnmuseum steht der Adler neben dem ICE. 2005 wurde die Replik während eines Brands auf dem Museumsgelände schwer beschädigt, doch sie wurde wieder aufgebaut. Ja, man kann ja eine neuere Dampflok kann man ja nicht mit einer alten Dampflok vergleichen, aber sie hat eine ganz gute Leistung. Also die Lok hat 13 Tonnen. Und die Wagen weniger? 9. Alle miteinander. Es gibt schon ältere Personal auch, die sind gefahren. Ja, seit den 90er Jahren sind wir dabei, ja. Wir fahren jetzt eine andere Strecke, die schon eine Steigung von ungefähr 50 Metern hat.
Und das merkt man dann schon, da ist er schon ganz schön schnaufen gehabt. Hat echt wirklich eine Leistung, also wenn er richtig voll losfährt, kommt ungefähr 30-40 PS. Und erreicht damit eine Geschwindigkeit so 30 Stundenkilometer. Auf ebener Strecke. Wenn es ein bisschen Steigung gibt, dann wird es schon problematisch. Die Originalstrecke gibt es schon lange nicht mehr. 1922 wurde der Betrieb aus der Ludwigsbahn eingestellt, dann ein paar Jahre später auch die Gleise abgebaut. Der Grund war einfach, die Ludwigsbahn war immer isoliert. Einfach ein ganz friedliches Gerät, was so langsam dahin tuckert, farbenfroh, hat nichts Bedrohliches. Jeder freut sich. Der technische Leiter des DB-Museums Nürnberg erklärt den Reisenden die Geschichte der ehemaligen Ludwigsbahn, der jetzt befahrenen Strecke sowie des historischen Zugs. Die Nachrüstung der Wagen mit einer Lautsprechereinrichtung ist die wesentlichste Modernisierung unter DB-Regie. Nach dem Brand im Museum wurde der Zug 2007 im DB-Werk Meiningen wieder aufgebaut. Neben diesem berühmten Nachbau besitzt das Museum eine weitere, nicht betriebsbereite Replik aus Zeiten der westdeutschen DB von 1950 und einen nicht einsatzfähigen Originalwagen von 1835. Ja, der Bremser muss dann bremsen, wenn er von dem Lokführer ein derartiges Signal bekommt. Das ist immer ein Achtungspfiff, also ein ganz kurzer, und dann ein etwas längerer. Das ist dann das Signal zum Bremsen anlegen. Zum Bremsen lösen ist es fast das Gleiche, nur dass dann nochmal ein langer Ton dazukommt. Und bei drei schnellen Tönen hintereinander, dann heißt es bitte sehr schnell bremsen, stark anlegen. Dann müssten wir eigentlich ganz schnell zum Bremsen kommen oder zum Halten kommen. Diese Kurve mit dem Uhrzeigersinn drehen, dann legen wir die Bremse an, und gegen den Uhrzeigersinn, dann lösen wir die Bremse wieder. So, jetzt ist sie wieder ganz los. Auf der Lok hat der Lokführer eine eigene Bremserkurbel zur Verfügung. Mit ihr regelt er die Geschwindigkeit selbst. Den Herren Bremsern gibt er nur dann ein Einsatzsignal, wenn die Bremskraft der Lok nicht ausreicht. Der Wiederaufbau des Adlers nach dem Brand fand nach alten Dokumenten präziser als 1935 statt. Man sieht das zum Beispiel am komplett neu gebauten langen Schornstein. Einer der alten Nachbauwagen fiel dem Feuer nicht zum Opfer und diente als Muster für den Aufbau der anderen. Die gesamte Aufbauaktion des Adlerzugs kostete etwa 1 Million Euro. Am 11. und 12. September 2015 findet im polnischen Jaworzyna Śląska, zu Deutsch Königszelt, die inzwischen schon 5. Dampflok-Gala statt. Wie in den Vorjahren übernahm unser Programm das mediale Patronat über diese Veranstaltung, zu der wir herzlich einladen. Seit 10 Jahren ist auf dem Gelände des historischen Lokbetriebswerks in Jaworzyna Śląska, zu Deutsch Königszelt, das Museum für Industrie und Eisenbahn in Schlesien zu Hause. In den letzten Wochen nahm diese rührige, privat geführte Institution den Dampfzugverkehr auf dem ältesten Abschnitt der 1844 gegründeten, in Polen sogenannten Niedersudetischen Magistrale Liegnitz-Legnica-Katowice auf. Bis einschließlich 13. September kursieren die museumseigene Dampflok TKT-4818 von 1951 und zwei historische CI-28 Personenwagen von 1928 zwischen Jaworzyna und Świdnica-Schweidnitz. Das Museum appelliert an das polnische Ministerium für Infrastruktur und die Staatsbahn PKP, die Modernisierung dieser Trasse erneut auf die Liste der Investitionen bis 2023 zu setzen. Szanowni Państwo, już za chwilę historyczny moment. Damy sygnał!
Start! Das wichtigste Bahnereignis dieses Jahres in Niederschlesien wird die 5. Dampflok-Gala in Jaworzhna am 12. und 13. September sein. Wie jedes Jahr werden tausende Besucher erwartet. Außer der Museums-DKT werden Sonderzüge aus Nossen und Berlin mit den Dampfloks 52, 8131 und 52, 8177 eintreffen. Aus der Tschechischen Republik haben sich 423, 0145 aus Jaromirsch und 213, 901 aus Brno angesagt. Das Museums BW Wolsztyn der PKP wird OL 49, 69 entsenden. Auch Dieselfahrzeuge werden im Einsatz sein. Die Aufnahmen aus den Vorjahren zeigen, dass die Lage des Bahnhofs gleich neben dem Museum ein wichtiger Vorteil der Lokgala ist. Die Veranstaltungsgäste sehen die Dampfloks in ihrem natürlichen Umfeld direkt in Reichweite. Es lohnt sich also, Jaworzhna Śląska, Königszelt am 2. September Wochenende zu besuchen. Die Dampflokfreunde Berlin e.V. fahren nicht nur nach Polen. Am 19. und 20. September 2015 richten sie auch in ihrem historischen Dampflok BW das jährliche Herbstfest aus. Wie in den Vorjahren werden zahlreiche Dampf- und Dieselloks erwartet. Als Vorgeschmack für diese hervorragende Veranstaltung, zu der wir herzlich einladen, werden wir deswegen jetzt den dortigen Dampflok-Experten Jens Berger bitten, uns zu erklären, wie ein Injektor einer Dampflok funktioniert. Wir sind jetzt hier bei uns im Schulungs- und Vereinsraum. Hier finden die Vereinsversammlungen statt. Hier werden Kesselwärter- und Techniklehrgänge durchgeführt, sodass wir hier natürlich auch entsprechend Material vorfinden, um den Unterricht anschaulich gestalten zu können, wie zum Beispiel hier das Schnittmodell einer Dampfstrahlpumpe. Schön zu sehen ist der Aufbau mit dem Düsenstock in der Strahlpumpe, dem Gehäuse, mit den verschiedenen Kammern, mit dem Schlabberventil. Und an diesem Schnittmodell kann man schön die Funktionsweise dieser Speiseeinrichtung des Kessels erklären. An dem Anschluss liegt die Leitung, wo der Frischdampf zugeführt wird. Wenn ich jetzt Wasser aus dem Tender in den Kessel speisen möchte, wird über diese Spindel die Pumpe leicht geöffnet. Dampf tritt hier ein, strömt durch den Düsenstock zunächst in die Schlabberkammer. Als allererstes wird durch den Dampfeintritt dieses Schlabberventil angehoben. Danach füllt sich die Kammer entsprechend mit Dampf. Dieser Dampf kondensiert und durch das Kondensieren des Wasserdampfs wird das Volumen des Kondensats gegenüber dem Dampf massivst verringert, was dazu führt, dass ein Unterdruck aufgebaut wird. Dies führt dann zum Schließen dieses Ventils und durch diese Leitung, die hier unten anliegt, die zum Tender führt, wird das frische Speisewasser angesaugt. Steht es dann hier drin, das hört man dann nach dem Schließen des Ventils, erhöhe ich die Dampfzufuhr. Und dann wird mit Hilfe des Frischdampfs dieses anliegende Wasser durch diese Druckleitung über die Speiseleitung in den Kessel gedrückt. Wenn ich den Pumpvorgang beende, drehe ich die Spindel mit einer schnellen Drehung zu und dann würde das Rückschlagventil am Speiseventil den Kessel wieder verschließen und der Pumpvorgang wäre beendet. Heute ist das alles in unserem Magazin. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.